Transport von Rollstuhlpatienten. Informieren Sie die pflegebedürftige Person über jeden Schritt des Transports, bevor Sie mit den dazugehörenden Maßnahmen beginnen. Sie bringen den Rollstuhl an das Fußende des Bettes heran und prüfen, ob die Bremse festgestellt ist. Sie helfen der Person, sich an die Bettkante zu setzen und bitten Sie, sie um die Hüfte zu fassen. Dann blockieren Sie deren Knie und heben die Person, indem Sie sie am Hüftbereich festhalten und in den Rollstuhl setzen. Zur Korrektur der Sitzposition stellen Sie sich hinter den Rollstuhl und greifen die Person an ihren gekreuzten Unterarmen. Anschließend ziehen Sie sie vorsichtig nach hinten. Am Ende stellen Sie die Füße der Person auf die Fußstützen und entsperren die Bremsen des Rollstuhls. Achten Sie bitte auf die richtige Hebetechnik, die immer mit gebeugten Knien ausgeführt werden muss.